Seelenanteile zurückkommen, zurückholen. Ich habe festgestellt, durch meine Träume und durch viele Emotionen, dass da ganz, ganz, ganz viel Altes noch ist, was noch einmal angeschaut werden möchte. Viele von euch werden sagen, oh Mann, schon wieder das Alte. Und noch einmal und noch einmal, das sage ich genauso. Oft reicht es mir auch. Aber es war diese Woche ganz, ganz stark bei mir. Zum Beispiel, dass alte Emotionen hochgekommen sind, wo ich gedacht habe, okay, wunderbar. Ich schaue ab und zu, was geschrieben wird. Es ist, so, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich geguckt habe. Gut. Okay, das muss so laufen. Gut, Dankeschön. Also wie gesagt, es war turbulent, diese alten Muster sind wieder hochgekommen, alte Gefühle und auch eine alte Szene, wo ich gedacht habe, meine Güte, Angelika, das hast du schon alles durchlebt, das hast du schon alles bearbeitet und jetzt kommt das nochmal in so einer geballten und schmerzhaften Ladung hoch. Was ist denn eigentlich los? Und dann kam es genauso in den Träumen. Zum Beispiel, ich habe geträumt, dass ich dort war, wo ich vor Jahren gewohnt habe und dass ich dann nochmal Frieden in diesem Mietshaus mit den anderen Menschen gemacht habe. Oder ein anderer Traum auf einer Abschlussfeier, wo ich mich verabschiedet habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal. Das war wie so eine Klassenfeier, was mir dann auch gezeigt hat, dass ich in den neuen Menschen der neue Zeit hineingehe. Ich finde, im Moment ist es gerade so der Schnitt bei vielen. Wir sind einerseits schon dieser neue Mensch in der neuen Energie, wo wir keine Spiegel mehr brauchen, das heißt, wo das Spiegelgesetz nicht mehr wirkt. Ich werde es nachher nochmal anders erklären. Einerseits und andererseits ist da immer noch dieser Spiegel, dieses Alte, was betrachtet werden möchte. Das heißt so ungefähr, bildlich gesehen, mit einem Bein noch immer, ich bin in der alten Angelika und mit dem anderen Bein, da ist ja schon die neue, wie so ein Spagat. Und das macht manchmal auch Schmerzen, weil diese alten Dinge, alte Emotionen, alte Geschichten, die gehen, werden aufgelöst und bei ganz vielen von uns ist es auch so, dass alte Freunde gehen. Oder dass sich die Familie in einem ganz anderen, sanften Paket zusammenstellt oder dass sich da nochmal etwas herauskristallisiert. Ich habe gehört, dass ganz viele Probleme haben mit Partnern, also in den Beziehungen, dass auch sehr viele erkrankt sind. Das kann ich jetzt nur so sagen. Ich habe es selber hier auf der Insel nicht erfahren, weil, wie gesagt, wer mich länger kennt, weiß, ich schaue keine Nachrichten und ich lebe sehr abgeschieden hier auf meiner Insel. Manchmal funktioniert das Internet nämlich auch nicht. Dann bekommen wir auch überhaupt keine Informationen. Ich finde es gut. Aber ich gebe das mal ganz einfach so weiter. Bei vielen ist es im Moment mal wieder stürmisch. Okay. Und dann kam der Gedanke, wie können wir das jetzt noch einmal auffangen? Nochmal in das Alte hineingehen, um dann das Neue zu leben. Oder anders ausgedrückt, die Hilfe. Die Hilfe zu dem neuen Menschen, der vollkommen in der Liebe lebt. Und da bellt gerade ein Hund vor der Tür. Süß. Und ja, den neuen Menschen zu leben, um ganz anzukommen, um wirklich in der neuen Lichtschwingung leben zu können, in der neuen Liebe. Gut. Ich habe ganz viel mit Ho'oponopono gearbeitet. Ho'oponopono ist eine Technik. Dieser Hund begleitet mich da draußen herrlich. Ich weiß nicht, ob du das auch hören kannst. Ho'oponopono und auch später das Seelenrückholung ist etwas, was etwas in das Schamanische hineingeht. Oh, er ist jetzt still. Ah, jetzt hat er sich angewöhnt, dass hier etwas los ist. Ein Doktor, ein Dr. Len,
war in einer Klinik, in einem Hospital, wo kranke Schwerstverbrecher, also geistige Schwerstverbrecher, auch auf der Station waren. Die Geschichte sagt, dass es dort, also es war in Hawaii, dass die Krankenschwestern sehr oft wechselten, dass die Wächter oder die Pfleger nur mit dem Rücken zur Wand gingen, weil sie hatten wirklich Angst, auf diese Station zu gehen. Es war also nicht vom Feinsten, dort hineinzugehen. Und dieser Arzt, der dann dort in der Klinik war, der hat diese Patientin nie gesehen. Was er gemacht hat, das ist eine hawaiianische Technik, er hat die Akten dieser Patienten sich geben lassen, hat die sich durchgelesen und hat Verantwortung übernommen. Das ist das, was ich jetzt meine, auch mit dem Spiegel. Er hat sich gesagt, alles, der arbeitet mit dem Hund, okay, ich arbeite heute mit Hund. Er hat aber aufgehört. Dieser Arzt hat also die Akten gelesen und hat sich gedacht, alles, was im Außen ist, ob es nun auf dem Papier liest oder zu diesem Patienten geht, alles, was im Außen ist, dafür habe auch ich die Verantwortung. Wenn ich das mitbekomme, ist das auch in mir. Also muss ich die Dinge in mir auflösen und in mir heilen. Und das ist das, was ich sage, was ich fühle, das noch in dem Alten drinnen ist, das noch in der alten Zeit existiert, aber in dem neuen Menschen nicht mehr. Also dieses Spiegel gesetzt. Er hat sich also gedacht, okay, ich heile jetzt diese Dinge in mir. So wie ich nachlesen konnte, ist das ja auch eine spezielle hawaiianische Technik, auch in den Familien. Also da wird sehr viel selbst geheilt mit Krankheiten, mit psychischen Störungen, mit Unwohlsein, mit eben allem, was wir auflösen dürfen. Also eigene Verantwortung übernehmen für das, was im Außen geschieht. So, da hat er sich diese Akte durchgelesen und bei jeder Akte immer wieder sich in sich genommen und gesagt, okay, ich sehe das jetzt. Ich verzeihe mir. Ich verzeihe mir in mir, weil das, was da im Außen ist, das habe ich in mir und weil es in mir ist, habe ich es nach außen produziert. Das war der erste Satz, den er sagte. Also die Arbeit ganz in sich. Ich verzeihe mir in mir. Und dann hat er danach gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, weil ich es in mir habe und dadurch nach außen produziert habe. Also wieder die Verantwortung. Und dann kam der Satz, ich liebe mich. Also er hat sich nicht damit verurteilt, in diesem Fall mit dem Patienten, sondern hat gesagt, hey, ich liebe mich. Ich verzeihe mir. Es tut mir leid. Ich liebe mich. Und dann hat er einfach gedankt. Gedankt für diese Erfahrung, die er machen konnte im Außen, genauso wie im Innen. Also vollkommene Eigenverantwortung. Und das ist das, was ich fühle, was im alten System immer noch wirksam ist und auch in der neuen Zeit natürlich hineinwirkt, weil die Dimensionen verschieben sich oder sind gleichzeitig im Prinzip, ich glaube, das kannst du spüren, das kann ich mit Worten irgendwie auch gar nicht erklären. Und mit dieser Eigenverantwortung und mit dieser Technik hat dieser Mann die ganze Station, das heißt die Patienten dort, heilen können, ohne dass er ihnen begegnet ist. Und das hat mich absolut fasziniert. Und mit dieser Technik arbeite ich sehr viel auch mit mir selber. Das heißt, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn etwas im Außen ist oder auch wenn Wut da ist, Emotionen da sind,
dann gehe ich nach innen und heile es in mir, aber ich lasse auch das Außen komplett los. Das heißt, ich hänge nicht an einem Ergebnis, sage, okay, jetzt habe ich es in mir geheilt und jetzt will ich aber auch das Außen haben. Nein, ich heile es speziell in mir selber. Und dazu möchte ich dich heute einladen. In einer Meditation mit mir eine Situation aufzulösen, zu heilen in dir. Und dann kannst du ganz locker und leicht auch sehen, was es erst einmal mit dir tut und später dann, was tut sich denn da außen. Okay, hallo. Sind bis zu diesem Punkt Fragen da? Dann würde ich die gerne vor der Meditation beantworten, damit du ganz entspannt in die Meditation mit mir gehen kannst. Also wer mag, kann gerne Fragen schreiben. Okay. Wenn da gar nichts kommt, habe ich das wunderbar erklärt. Sehr schön. Okay. Dann lasst uns gemeinsam in diese Meditation gehen. Du kannst ganz entspannt sitzen. Ich empfehle immer, den Rücken gerade zu halten, weil dann auch die Atmung besser ist und der Organismus in sich besser arbeiten kann. Also setze dich bitte mit geradem Rücken hin. Du kannst die Arme neben den Körper nehmen. Du kannst sie auf dein Herzchakra legen, wenn du möchtest. Oder auf deine Oberschenkel. Spüre einfach, wie du im Moment sitzen möchtest. Aber achte bitte auf die Wirbelsäule, dass sie gerade bleibt. Und du kannst auch mal locker die Schulter nach oben nehmen und ganz locker nach hinten unten fallen lassen, damit dein Atemraum, dein Brustraum, dein Herz offen und weit ist. Okay. Dann schließe bitte deine Augen. Und stelle dir nun eine Szene vor, wo du noch Unruhe hast. Das spüre ich jetzt ganz deutlich, da ist bei vielen ganz viel Unruhe. Also eine Szene, die du auflösen möchtest, die dich beunruhigt. Vielleicht eine Szene von heute, von der Vergangenheit, ganz egal. Oder eine Situation. Finde jetzt erst einmal dein eigenes, was du auflösen möchtest, in dir. Was ich immer mache, dazu möchte ich dich auch einladen. Ich sage mir, Gott, oder das Wort, was du benutzen möchtest, Gott, ich kenne nicht den Urgrund dieser Situation, aber ich bitte dich, diesen Urgrund in mir aufzulösen. Ich bitte dich, Gott, den Urgrund dieser Situation in mir aufzulösen. Nun nehme einen tiefen Atemzug und stell dir vor, wie du mit deinem Geist in dich gehst, wenn du magst, in den Herzraum. Schau dir richtig die Situation an. Ich übernehme Verantwortung.
Ich verzeihe mir in mir. Ich verzeihe mir in mir. Du kannst diesen Satz so oft wiederholen, wie es dir gut tut. Du kannst auch sagen, ich verzeihe dir. Aber verzeihe dir auch selber. Ich verzeihe mir. Ich verzeihe dir. Es tut mir leid. In mir. Es tut mir leid. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Auch damit sagst du, dass du dich nicht verurteilst, dass du annimmst. Ich liebe mich. Ich danke für die Erfahrung, die ich machen durfte. Ich danke. Und nun gehe bitte in eine neue Situation hinein. Eine Situation, die du auflösen möchtest für dich.